Oh, nicht schlecht. Meine werten Damen und Herren, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Moin, Leute. Mit diesem Gassprudler. Ich bin's, der Lars. Abonniert meinen Kanal. Das nennt sich Karma, wenn man Werbung auf fremden Channels macht. Wir haben hier super viele Getränke mitgebracht. Wir haben zum Beispiel hier Kokosnusswasser. Also, wo ich sagen muss, wo ich mich am meisten drauf freue, ist das. Lass es hier ganz zum Schluss machen. Powerade. Warum genau haben wir Cola mitgenommen? Also, da ist doch Sprudel drin. Ja, und hast du schon mal mit extra Sprudel getrunken? Meinst du extra sprudelige Cola? Irgendjemand hat da schon davor was draus getrunken. Ja, ich. Wir fangen einfach mal an mit so, wie sag mal, Apfelsaft ist doch gar nicht spannend. Daraus macht man dann einfach Apfelschorle, oder nicht? Ach, egal, lass trotzdem. Komm, wir probieren mal aus, ob das überhaupt funktioniert. Apfelschorle. Ach, übrigens. Bevor wir hier anfangen. Es gibt bestimmt einige Leute von uns, die ebenfalls einen Sprudler zu Hause stehen haben. Und diesen Sprudler sollte man am besten nicht so entfremden, wie wir es machen. Da soll tatsächlich nur Wasser reingefüllt werden. Wir sind hier professionell verarztet. Wir sind versichert. Ich nicht. Nee, wir sind beide nicht versichert. Wir wissen, wie das hier funktioniert, okay? Und wir sind erwachsen. Lüge. Wir sind erwachsene Menschen. Und deswegen bitte mach das nicht nach. Nur Sachen. Ey, Sprudel. Du musst mir jetzt helfen. Da passt nicht. Das ist zu viel, gell? Ja. Oh, oh. Ja, jetzt musst du aufpassen. Mach du! Was denn? Du bist so ein Trottel, Mann. Da ist zu viel drin Kurzer jetzt. Kurzer Applaus. Du bist so ein Trottel. Du hast erst im Nachhinein bemerkt, dass du ein Problem hast, wenn du das so machst. Nimm auch noch mal einen Schluck weg. Okay. Perfekt. Wir haben hier übrigens den Dr. Auge-Sticker dran. Gibt's tatsächlich zu jedem Kalender, den man sich unter shop.arizo.de bestellt, dazu. Okay, let's go. Also, jetzt müssen wir hier diese Gerätschaft in den Sprudler stecken. Wir machen Apfelschorle. Hä? Das ist zu wenig. Jetzt ist zu wenig. Das muss hier an der Linie sein, du Dummbatz. Oha, da kommt schon viel Luft raus. Wow. Okay. Oh. Hör auf damit. Wow, ich bin nicht mehr ich selber. Das ist kein Spielzeug. Okay, ich drück jetzt drauf, ja? Ja, drück. Alter, du kommst jetzt hierher? Nein, mach. Als ob ich das jetzt alleine mache. Mach, ich muss. Was ist? Hat's funktioniert? Nein, mach weiter. Okay, das reicht, noch oder? Noch ein bisschen. Ah! Oh mein Gott, das Ding ist schon voll aufgeblasen. Nein, du musst so vorziehen. Alter, wir haben Apfelschorle gemacht, oder was? Vorsichtig, du musst es so... Oha! Oha! Na, hier ist dein Glas, da ist noch Cola drin gewesen. Aber eigentlich kannst du da noch mehr machen. Hör auf, nicht so viel. Trink mal, ob das jetzt sprudelig ist. Also Bitzel tut's, hör mal. Ja, Mann, wir haben jetzt Apfelschorle gemacht. Und? Das hat gar nicht funktioniert. Überhaupt gar nicht. Warte mal. Das ist jetzt schon zu viel draußen. Das ist zu viel draußen. Jetzt kann man es nicht mehr machen? Nee, jetzt musst du ein bisschen Wasser nachfüllen. Aber ich habe gedacht, das platzt gleich. Das platzt doch, oder? Nee. Nee? Ich vertraue diesem Zeug nicht, Mann. So, lass mal jetzt den Barbo dran. Guck mal, ich bin jetzt sogar über der Grenze. Okay, es reicht. Oder? Digga, das platzt, das platzt. Ah! Ah! Lass. Hör auf. Was macht man jetzt? Abmachen. Oh, das qualmt richtig. Jetzt will ich mal einen Sip haben. So, gib mir mal einen Sippi. Probier's. Hat's funktioniert? Ja, es ist auf jeden Fall besser als vorher, aber immer noch nicht geil. Mmh. Wow, krass. Wird gar nicht schlecht, gell? Es funktioniert. Okay, nice. Mach weg. Aber ich würde sagen, da muss man mehr reinmachen. Oh nein, was machen wir als nächstes? Wollen wir Eistee machen oder so? Ja, komm, nein, Mann, lass mal Eistee machen. Du sprichst von langweilig, wir haben gerade einfach nur eine Apfelschorle gemacht. Das ist genauso wie letztes Mal, als wir einfach nur Chips gegessen haben im Video. Oder wir machen das hier. Aber das ist doch gar nicht genug, oder? Alter, das ist Konzentrat. Okay, gut, dann probieren wir es mal aus. Hau das rein. Warte mal, du willst mir was von extrem erzählen? Wir machen gerade einfach nur eine Zitronenlimonade. Mann, oh Mann, dieses Video ist echt extrem, Mann. Also, in der Küche ist noch mehr davon. Hol Lass das. Einfach Wasser reinmachen. Nein, wir machen da noch mehr rein. Komm gleich wieder. Ich habe aber Angst vor dem Zeug. Das riecht auch so komisch, Mann. Ich vertraue dem Ganzen nicht so. Ich auch nicht. Aber das wird doch kein Mensch der Welt trinken können. Das wird doch bestimmt abartig schmecken, oder?
Alter, da ist schon viel drin in so einer kleinen Zitrone, gell? Also, wir haben jetzt eine davon und eine Zitrone drin. Jetzt mach noch ein Schlückchen Wasser herein. Wie riecht's? Boah, irgendwie ganz komisch. Nicht nach dem, nach was es riechen sollte. Irgendwie so einen komischen Unterton. Es riecht so ein bisschen nach so Saft, so Karottensaft so ein bisschen, oder? Könnte sein, auch ein bisschen nach Honig oder so. Noch. Oh, perfekt, hat gereicht. Den sprudeln wir jetzt. Das ist jetzt nur Zitrone mit irgendwas anderem. Ach so. Du hast das da reingemacht, gell? Nee. Oh, klar hast du das da reingemacht. Ja, warum? Weil ich das rieche. Sag mal, muss man das nur da reindrücken? Das war's. Ja, so. Mach. Achtung. Okay, ich glaube, das war's. Mach weiter. Das ganze Ding schäumt. Ja, und? Okay, jetzt reicht's. Alter, das Ding saftet schon. Alter, da ist voll viel Druck drauf. Hol mal einen Lappen oder so. Ja, ich komm. Boah, riecht das nach Sauerkraut hier. Komm, Alter. Uiuiuiui. Oh, Mann, oh Mann, Samir. Alter. Ach, das sieht aus wie aus der Werbung, oder? Eiskalt. Boah, stinkt so ekelhaft hier. Aber ich schütt dir mal einen kleinen Drink ein, oder, Kumpel? Komm her, Kleiner. Ah. Mi scusi. Mi scusi. Bitteschön. Warum hast du da Dings noch reingeschüttet? Hör auf, nicht so viel. Ihr Drink Surprise. Aber das ist wirklich, hört mal. Die Gönnung. Wie schmeckt es? Weird. Sehr sauer und sehr weird. Oh mein Gott, ist das sauer. Oh Mann, gleich noch einen Schluck. Ich liebe den kleinen Unterton von Sauerkraut da drin. Ich finde, es schmeckt so nach Keller oder nach Schuh. So, David, da sind wir wieder. Ah ja, das sieht wirklich schön aus. Ah! Oh, das ist voll gestaucht. Du darfst jetzt auswählen, was wir uns als nächstes carbonate lecken. Wir machen jetzt das hier. Wir mussten übrigens das Sauerkrautzeugs da rauswaschen, weil das ist zu asozial war. Bin ich dumm? Lars hatte einfach nur richtig Bock drauf, deswegen macht er das. Ich habe immer so Angst, so ein Zeug zu trinken. Das ist so gefährlich blau. Voll das lecker. Das riecht voll komisch irgendwie, oder? Das riecht so unnatürlich, Alter. Das riecht wie so Eiskälteschutz für Autos oder wie das heißt. So. Scheibenreiniger. Scheibenreiniger, den wir hier heute trinken. Und wir legen los. 3, 2, 1, go. Sprudelt das jetzt wieder zu viel? Nee, nicht ganz. Das ist, glaube ich, sogar... Okay. Jetzt vorsichtig. Sieht in Ordnung aus, oder? Jetzt. Okay, jetzt sifft er wieder. Also es sprudelt nicht so sehr wie das Sauerkraut. Oh doch! Nein! Hol die Tücher! Tücher! Okay, ist durch. Ist dort? Okay. Ich glaube, da muss man nur ein bisschen warten. Oha. Oh. Oha. Feinstes blaues Getränk gesprudelt. Ich schütt mal ein. La, da, 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 da. Wollen Sie sich ein Getränk von diesem astreinen... Oha, guck mal, wie das sprudelt. Ah. Oh, ey, vielleicht ist es jetzt diese Beerenbrause. Kennst du das? Alter, das funktioniert richtig mega gut. Mega, gell? Aber guck mal, meins Brausel brüsselt gar nicht mehr. Egal. Tschüss. Könnte man auch so verkaufen. Bisschen eklig, aber ist okay. Schmeckt überhaupt nicht lecker, Mann. Ich mag das auch ohne Sprudel nicht. Find's okay. Ja, aber es sieht nur cool aus, würde ich sagen. Aber richtig lecker schmecken tut's nicht. Es hat so einen kleinen Brause-Effekt, aber richtig nice schmeckt es irgendwie nicht. Geht. Was hältst du davon, wenn wir mal einen Karottensaft einfach mal ein bisschen upgraden? Okay, let's go. Wir machen hier ein bisschen Karottensaft rein. Vielleicht lassen wir den Kirsch-Bananen-Nektarsaft nehmen. Vielleicht verändert es dann während dem Dings seine Farbe. Ich schütze mal rein. Whoa! Ich werde es vorsichtig reinschütten, sodass es sich nicht zu sehr vermischt. So, dann haben wir Karotte, Banane, Nektar und Saft. Mal gucken, wie sich das macht. Oh, was war das denn? Willst du sprudeln? Der Soundeffekt dazu, gell? 3, 2, 1, go! Oh, guck mal, wie sich das bewegt. Alter, das sieht so aus, als ob das leben würde. Stärker draufdrücken. Ah! Ah! Yeah! So sieht der Saft aus, wie ich ihn liebe. Pass auf. Sieht aus wie ein Durchfall. Oh. Alter! Lass schnell! Mach schnell weg! Schnell. Oh mein Gott. Ah, lass schnell, beeil dich. Okay.
Kein Problem. Ah. Oh mein Gott, das stinkt auch so wie... Mein Lieblingsgetränk! Klassischer Karottensaft, schön mit Sprudel, wie im Fünf-Sterne-Hotel. Oh, stinkt. Serviert. Karottensaft mit Kirschbanane. Ja, man kennt es nicht, aber es schmeckt ganz okay eigentlich. Ja, das schmeckt eigentlich ganz gut. Ich finde auch, das schmeckt ganz gut, gell? Wenn das Mischverhältnis besser wäre, glaube ich, wäre es geiler. Ich finde auch dieser kleine prickelnde Effekt mit der Karotte gemeinsam. Ja, ich glaube auch, wenn das Mischverhältnis besser wäre. Das geht echt voll. Das hast du gut gemacht, Kleiner. Das geht voll fit. Alter, krass, guck mal, wie mein Finger, wie der sich verformt. Mann, der macht da so eine richtige Kugel rein. Voll cool. Okay, kommen wir zum Finale. Ich habe ja viel zu scharfe Chips gegessen. Hast du abgenommen? Ja. Haben wir eine Schere? Deine Zähne. Ich habe nicht so gute Zähne. Hier, mach du das. Nein. Das ist gar keine gute Idee. Hey, wir mischen ja hier eine Marke mit Billigkakao. Das wird den Geschmack verfälschen. Ah, guckt euch das an. Wie ein junger Gott schüttet er den Kakao. Ein Doppelkakao. Nein, hör auf. Boah, hast gesehen, was ich hier... Ich sollte Barkeeperin werden. Ja, das solltest du. Überraschung. Ha, nichts verschüttet. Okay, jetzt komme ich. Oh nein. Let's go. Oha. Uiuiui. Okay. Aber das sieht richtig lecker aus. Also, ich hab Bock auf diese gesprudelte Schokoladenmilch. Ich glaube, das funktioniert gar nicht. Ist nur meine Meinung. Okay, seid ihr bereit? 3, 2. Das wird nichts. 1. Oh mein Gott. Oh, da kommt ein Milchshake raus! Ich will es nicht die ganze Zeit wegmachen. Alter, aber das ist voll dickflüssig. Alter, das ist mega dickflüssig. Oh nein! Ich hab Sahne! Es ist ein Wasserfall! Bau ein Damm! Bau ein Damm! Okay, alles gut, ich baue einen Wall. Dieser Tisch hat schon so viel mitgemacht, ey. Es sind halt die Tischvideos. Es reicht! Es reicht! Das ist so Sahne, guck mal. Oha, das ist richtig sprudelig. Ich hol's raus. Oh. Oh nein! Das ist das Finale, Leute. Wir machen. Hol dein Glas, Lars! Jesus Christ, zieh raus. Oh, ich hab's. Alter, da ist keine Milch mehr drin. Mach hier rein. Oh, das tropft! Es tropft! Nein, runter! Gib. Oh nein. Oh nein! Okay. So. Dein Bubble Surprise! Probier! Probier den Bubble Surprise! Wie schmeckt's? Boah, schmeckt es abartig! Mhm. Boah, Leute, der schmeckt überhaupt nicht lecker! Man sollte niemals. Bubble Surprise! Keiner will einen Bubble Surprise. Das schmeckt richtig eher. Junge, was für eine Sauerei. Hat sich der Bubble Surprise gelohnt? Was würdest du geben? Nehmen Sie sich auf jeden Fall ein wenig Zeit zum Putzen nach dem Bubble das Surprise. Das ist so wie morgens so diese Werbung, die kommt, weißt du? Haben Sie Lust auf einen Bubble Surprise? Wenn ihr mal Geburtstag habt, dann wünscht euch keine Torte. Wünscht euch den Bubble Surprise. Das ist es, ne? Oh. Alter, ich habe gerade einen Rülpser von Milch gehabt. Wahnsinn. Nimm den Staudamm nicht weg. Wir haben hier gerade einen Liter Kakao einfach verschüttet. Was haben wir gemacht? Hör auf! Okay, Leute, ich glaube, es reicht. Genug Bubble Surprise gemacht. Schreibt noch mal in die Kommentare, falls ihr irgendwelche coolen Ideen habt, was wir noch sprudeln können. Vielleicht machen wir davon einen zweiten Part. Das war's, ciao. Gebt einen Daumen nach oben für den Bubble Surprise. Yeah, yeah. Woo! Oh mein Gott.